Tomaten sind großartig für einen Salat und dein Gesicht. Wirklich. Sie beruhigen deine Haut, peelen und helfen sogar, kleine und mittlere Sonnenbrände zu heilen. Außerdem haben Tomaten dank des vielen Vitamin C Anti-Aging-Eigenschaften. Wenn du täglich einen Eiswürfel Tomatenpaste aufträgst, straffst du die Haut und die Poren werden sichtbar kleiner. Hey, danach machst du Soße daraus. Nein. Gesichtsbehaarung kann eklig aussehen und die Entfernung ist oft ziemlich schmerzhaft. Aber Tomaten retten dich. Anstatt zu deiner Pinzette zu greifen, probiere diese Mischung aus. Mische 2 Esslöffel Tomatenpüree, die gleiche Menge Reismehl und 1 Esslöffel Honig. Trage die Paste auf die Haut auf, warte bis sie getrocknet ist und reibe sie dann ab. Das macht deine Haut auch geschmeidig. Tomaten sind auch ein Lebensretter bei sonnenverbrannter Haut. Reibe die Hautstelle mit einer Tomate ein und dann mit Honig und lass es 15 bis 20 Minuten einwirken. Dann wasch es ab. Diese beiden Inhaltsstoffe sind reich an Antioxidantien und haben eine antibakterielle Wirkung und das ist alles, was deine geschädigte Haut braucht. Lippenpeelings werden oft in winzigen Verpackungen verkauft, die viel zu viel kosten. Mach dir also dein eigenes DIY-Peeling aus einem Esslöffel zerstoßenem Zucker, einem halben Esslöffel Zitrone und einem halben Esslöffel Honig. Mische alles gründlich, um eine gleichmäßige Konsistenz zu bekommen. Reibe es sanft auf deine Lippen und fertig. Jeder Lippenstift wird großartig an dir aussehen. Und was du davon nicht brauchst, mischst du in deinen Eistee. Falls du allergisch gegen Honig bist, kannst du stattdessen auch Olivenöl auf deine Lippen auftragen. Vielleicht möchtest du auch den braunen Zucker durch Haferflocken ersetzen, wenn du ein weicheres Peeling haben möchtest. Füge ein paar Tropfen Lavendel hinzu, der für seine antibakterielle Wirkung unerlässlich ist. Andere gute Nahrungsergänzungsmittel sind Mandelöl für zusätzliche Nährstoffe und Rübenpulver, wenn du deinen Lippen einen leicht rosa Farbton geben möchtest. Lavendelöl ist auch gut für dein Haar. Es kann sogar helfen, saisonalem Haarausfall vorzubeugen. Gib ein paar Tropfen Lavendelöl in dein Shampoo oder in deine Haarspülung und du wirst bald den Unterschied sehen. Gib das Öl aber nicht direkt in die Flasche, denn es vermischt sich nicht. Und reibe es niemals direkt auf deine Kopfhaut. Mische das Shampoo und das Öl zusammen in deiner Handfläche. Teebaumöl kannst du deinem Shampoo hinzufügen, um Schuppen auf natürliche Weise zu entfernen. Es gibt noch mehr Mittel. Du kannst auch Aloe Vera Saft und etwas flüssiges Vitamin E mischen und direkt auf die Kopfhaut auftragen. Lass es etwa eine Stunde einwirken, dann wasche dein Haar wie gewohnt. Kurkuma ist großartig für eine DIY-Gesichtsmaske. Du kannst es mit Joghurt oder Milch mischen. Kurkuma ist generell gut für die Gesundheit. Es hilft auch Narben verblassen zu lassen, also auch Akne-Narben. Minze und Zitrone passen perfekt zu Tee, aber offene Poren sind nicht davon begeistert. Mische etwas Minzpulver und Zitronensaft zu einer Paste. Trage es auf die Stellen auf, an denen du sichtlich offene Poren hast. Lass es etwa 20 Minuten einwirken und dann abspülen. Eine zerdrückte Banane kann bei rissigen Fersen Wunder wirken. Massiere eine Banane auf deine Fersen und lass sie für etwa 10 Minuten einwirken. Eine andere Möglichkeit, deine Fersen weich zu machen, ist, sie in Mundwasser einzuweichen. Gieße die Mundspülung in eine Wanne und weiche deine Füße etwa 45 Minuten lang darin ein. Wasche sie dann mit lauwarmem Wasser ab. Und deine Füße sind befreit vom Mundgeruch, vom Stinkgefuß. Wirf die Bananenschale nicht weg. Sie eignet sich hervorragend, um deine Poren zu peelen und zu befreien. Reibe einfach die fleischige Seite der Schale direkt auf deine Haut. Lass den Rückstand etwa 10 Minuten lang auf deinem Gesicht, dann mit lauwarmem Wasser abwaschen und schau, wie klar deine Haut ist. Ein Mangel an Vitamin C, übermäßige Sonnenbestrahlung, Trockenheit und vor allem Schlafmangel führen zu dunklen Augenringen. Sicher, du kannst sie mit etwas Abdeckstift verbergen, aber Glycerin, Rosenwasser und Zitronensaft helfen sie vollständig zu entfernen. Mische 2 Esslöffel Glycerin, 1 Esslöffel Rosenwasser und noch einen Esslöffel Zitronensaft und trage diese Mischung mit einem Wattepad direkt unter deinen Augen auf. Massiere die Stelle ein paar Minuten lang und lass es über Nacht einwirken. Wasche es erst morgens wieder ab. Wenn du natürlich helles Haar hast, es aber noch heller haben möchtest, brauchst du es nicht zu bleichen. Honig und Zimt wirken Wunder. Honig enthält Wasserstoffperoxid und Zimt aktiviert es hervorragend. Du wirst nicht platinblond werden, aber diese Mischung kann dein Haar um 2 Nuancen aufhellen.
Wenn du allerdings eine sattere, dunklere Haarfarbe haben möchtest, probiere die Kaffeemaske aus. Trage etwas frisch gebrühten, starken Kaffee direkt auf dein Haar auf. Lass ihn aber vorher etwas abkühlen. Oder du mischst ihn mit deiner Lieblingshaarspülung. Kakao ist auch gut geeignet, um dein Haar dunkler zu machen. Fülle etwa eine halbe Shampooflasche mit Kakao. Der Farbton deines Haares wird dadurch viel tiefer. Außerdem riecht es toll. Kakao ist auch sehr nahrhaft und lässt dein Haar schneller wachsen. Kartoffeln helfen, diese dunklen Flecken aufzuhellen, die die Pickel hinterlassen haben. Schäle und zermahle eine Kartoffel, dann drücke den Saft aus. Trage den Saft mit einem Wattestäbchen auf alle dunklen Flecken auf, die du loswerden möchtest. Lass ihn etwa 15 bis 20 Minuten einwirken und wasche die dann mit kaltem Wasser ab. Mach das zweimal pro Woche und du wirst sehen, dass die Flecken allmählich verschwinden. Flaschenkürbis kannst du essen oder als natürliches Hautheilmittel verwenden. Die beste Möglichkeit ist, Eiswürfel daraus zu machen. Schäle den Flaschenkürbis, reibe ihn und drücke den Saft aus. Du kannst auch etwas Rosenwasser dazugeben. Gieße die Mischung in eine Eiswürfelschale, friere sie ein und schnapp dir einen Eiswürfel, wenn du deine Haut erfrischen möchtest. Der enthaltene Zink hilft gegen Pickel, während Antioxidantien und Vitamin C gegen Falten helfen. Wachs kann teuer sein, also ersetze es durch ein selbstgemachtes Zuckerwachs. Mische eine Tasse Zucker, ein Viertel Wasser und drei Esslöffel Zitronensaft. Rühre die Zutaten gut um und erhitze sie etwa 10 Minuten lang. Wenn die Mischung braun wird, kannst du einen Esslöffel Glycerin hinzufügen, falls du auch eine hydratisierende Wirkung haben möchtest, aber das ist optional. Höre mit dem Erhitzen auf, sobald die Konsistenz etwas dicker als Honig wird. Ein Vorabtest ist ein Muss. Du kannst Pickel ausdrücken, aber wenn es um Mitesser geht, ist das Ausdrücken eine echte Herausforderung. Aber ein paar Tropfen Teebaumöl in Wasser aufgelöst helfen dabei. Mische 2 bis 3 Tropfen ätherisches Öl mit einer Vierteltasse Wasser. Lass es 15 Minuten lang auf den Mitesser einwirken, um ihn dann zu entfernen. Das funktioniert übrigens auch bei normalen Pickeln. Du kannst zu Hause dein eigenes Make-up herstellen, einschließlich Foundation. Alles, was du brauchst, ist eine Vierteltasse Pfeilwurzelmehl zum Eindicken, etwas Kakaopulver, um den richtigen Farbton zu erhalten, etwas Zimt und gemahlenen Ingwer und etwa 2 Esslöffel Kaolinton, den du in der Drogerie bekommst. Lagere die Mischung an einem trockenen Ort und in einer nichtmetallischen Schüssel. Sie ist gut für empfindliche Haut, aber du solltest trotzdem einen Patch-Test machen, bevor du die Mischung großflächig aufträgst. Brauner Zucker und Kokosnussöl wirken zusammen als super Bleichmittel für deine Achselhöhlen. Bevor du duschst, reibe ein paar Tropfen Kokosnussöl in deine Achselhöhlen, dann etwas braunen Zucker einmassieren und duschen. Das hat auch einen schönen Peeling-Effekt. Kamillentee ist wirklich effektiv, wenn du dich beruhigen willst, aber er ist auch gut zur Behandlung von Wunden. Er hat eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung und hilft auch, Schuppen loszuwerden. Wasche dein Haar und spüle es regelmäßig mit Kamillentee. Außerdem reduziert er Schwellungen um die Augen, wenn du ihn mit einem Wattepad aufträgst. Auberginen sind reich an Antioxidantien und können der Haut helfen, sich zusammenzuziehen. Schäle und reibe eine Aubergine, drücke den Saft aus und mische ihn unter deine selbstgemachte Lieblingsmaske. Dieser Saft ersetzt auch Rosenwasser oder Flaschenkürbissaft, falls du keinen hast. Empfehlenswert sind Auberginen-Eiswürfel zum Auffrischen am Morgen. Eine Mischung aus gemahlenem Kaffee, Kakaopulver, Kokosnussöl und Honig ergibt eine gute Brauentönung. Bürste deine Brauen und trage eine gleichmäßige Schicht dieser Paste auf und lass sie 10 bis 15 Minuten lang einwirken. Die Farbwirkung hält zwar nicht so lange an, aber dafür ist sie natürlich und spendet nährende Feuchtigkeit und riecht gut. Es ist toll, duftende Augenbrauen zu haben. Findest du nicht auch?